Guten Morgen. Status-Update, Montagmorgen. Wir müssen uns ein bisschen maßregeln, wieder ein bisschen mehr zu filmen. Gestern bei der Business Opportunity haben wir euch gar nicht mitgenommen bei YouTube, aber guckt gerne bei uns auf Instagram rein. Es ist Montag und Harrisons Horror steht bevor, weil wir gehen zum Hundefriseur und er bekommt die Krallen geschnitten. Und ein Blowout, keine Ahnung, mal gucken, ob das Sinn macht. Auf jeden Fall. Sieht er nicht ganz so happy aus. Oder doch? Ja, Kölnbrötchen. Aber dann. Der hat ein klein bisschen Drama gemacht, kaum noch Schwanz dran, aber hat jetzt eine Form im Booty. Krallen schneiden war auch ein Drama, aber ja, da ist er, der Herr von Welt. Heute in Hasloch, Italia, Bella Italia. Mal gucken, was es hier so im Feinkostladen gibt. Der Estertee darf natürlich auch nicht fehlen. Beste vom Beste. Also hier bin ich ja zu Hause, Softdrinks, ne? Aranciata, nehmen wir so eins noch mit. Limonata. Also kann man echt nichts sagen. Alles vom Feinsten. Was sagst du da? Toast ohne Kruste für die Kinder. Ramenzini. Ah, ja. Ramenzini macht man damit. Die Sandwich in Italien, die heißt Ramenzini und die macht man mit dem. Das mal gut mal. Das stimmt. Hier ist so eine gute Arabiana hier. Aber von der Preise geht's auch, ne? Beispiel oder was? Das Beispiel. Ich benutze kein Beispiel. Duschen schon. Hat sie gewaschen mit Conditioner noch ein bisschen. Und dann hat sie Blowout gemacht. Mhm. Mit Föhn Blowout. Da hat er auch schon Theater. Die hat eine große Föhn genommen. Und hat er so gemacht. Dann muss sie die kleine Föhn nehmen, obwohl die Ohren. So ein kurzes Update. Nicht nur, dass mein Bruder Link's Awakening die Remake oder Remade oder wie auch immer Version da hat. Nein. Auch hier Zelda Echoes of Wisdom. Hat er nicht mal gewusst, also dass er es vorbestellt hatte und hat es jetzt noch bekommen. Zu einem Spottpreis. Und ja, das liegt die Woche noch an. Ja, genau. Ja, good morning in the morning. Der Pflegedienst hat vergessen, Opa abzuholen. Weil der ist heute in der Tagespflege. Ne? Und gerade mit dem Kaffee. Jetzt fahre ich schnell zum Opa, hole ihn ab und bringe ihn zum Ort, ja, zur Tagespflege. Ui. Ja, feinstes Wetter mitgebracht. Sleep Schedule, die ist so schlecht geworden. Ich brauche da echte Besserung. Also, aber ich muss wesentlich früher ins Bett. Ich bin manchmal so groggy. 2 Uhr nachts ins Bett, das ist nichts. Das ist einfach nichts. Gestern waren wir ein bisschen früher im Bett. Und siehe da, bin ich morgens weniger zerstört. Was laber ich hier eigentlich alles in die Kamera? Ciao.
So, gestern waren wir bei dem Azzurro da drüben beim Italiener einkaufen und da hat die Jenny hier noch so eine Salsiccia mitgenommen und da probieren wir heute mal so eine Salsiccia Pasta aus. Bisschen Tomatensüßchen, Knoblauch, Zwiebel, Kräuter, dies, das. Dann gucken wir mal, wie das Ganze schmeckt. Irgendwie aus dem Rezept habe ich herausgelesen, man muss die Wurstmasse quasi hier aus dem Darm herauspulen in kleine Bällchen, formen maybe, zerrupfen irgendwie so. Da gucken wir mal. Und als Pasta haben wir hier diese, heißt es Cecco Pasta Lenta es, ach Gott, ja. Oder wie heißen sie? Galettini Nummer 44. Jawohl. Also so sieht das Ganze bisher aus. Ich habe die quasi aus dem Darm gelöst, die Wurst, und so ein bisschen klein gemacht. Ne? Und jetzt hier mit Zwiebel, Knoblauch, ein bisschen Tomatenmark angeschwitzt und angebraten. Und dazu kommt dann gleich hier noch Pastasauce. So, dann gucken wir mal, ob das was geworden ist. Es riecht verdammt gut, aber wichtig ist ja der Tasty Taste. So, noch ein Schuss Parmigiano drauf. Und dann gucken wir mal, was der Papa hier gekocht hat. So, natürlich hier Nudel, Soße, Fleisch. Soße geht viel. Ja. Bratte, geil. Matratzen vakuumieren. Milden Behandlung, also provisorisch, also nicht mehr, dass wir da ein Problem haben, aber hier haben wir quasi so ein, eine riesengroße Tüte, wenn man so sagen will, die kannst du um die Matratze rumspannen, Staubsauger dran, 7 Minuten quasi aussaugen, dass ein Vakuum entsteht und dann quasi die Matratze weiter behandeln. Jo! Jetzt genau reverse quasi aufpumpen und dann mit der Rüttelplatte drüber. So, jetzt einfach nur noch absaugen. So, fürs Backen dies Jahr fast alle Zutaten, also für Spitzgebacken ist schon fast alles zusammen. Kuvertüre, der Kokosblocken, nee, das war separat für die Kokosmakronen. Aber hier Walnüsse, Mandeln gemahlen, alles Mögliche. Tada! Yes, Kiddas, es ist soweit, es wird wieder gebacken. Weihnachtsgebäck ist am Stiesel. Wir fangen an mit dem Spritzgebäck, Spritzgebackene, mit schöne viele zu ein bisschen Mandeln, viel Butter, damit es Geschmack hat. Also es gibt viele tolle Sachen, was machen. Die Jenny ballert das jetzt alles in den, hier in den Korb. Und ich werde das dann alles zusammen manchen, genau. Die sind jetzt auch noch dazugekommen für die Halloween-Deko, um euch mal einen Glimpse zu geben, wie groß die sind. Die sind völlig bekloppt, alle. Da haben wir einmal Minnie Maus und Mickey Maus. Ja, die zwei. Dankeschön. Bitte. Einen schönen Sonntag. Viele Aufnahmen haben wir nicht gemacht, wir haben viel gebacken schon. Gestern waren wir in Bad Nauheim auf der Veranstaltung über Forever. Jetzt bin ich mit dem Harrison unterwegs zum Opa. Und ja, bis nächste Woche zum neuen Weekly Vlog. Bis dahin.